Erwachsener Fantasy-Krimi voller Vampire, Magier und angepissten Polizisten. Damit herzlich willkommen zu meiner Review von Die dunklen Fälle des Harry Dresden, Sturmnacht. Keine Spoiler außer der Grundprämisse. Dieses Buch war nicht ganz das, was ich erwartet habe. Es war halt ein Krimi und ich habe mehr mit Abenteuer, Mystery und ein bisschen mehr Fantasy gerechnet. Also vielleicht meine eigene Schuld. Kommen wir erstmal zur Geschichte. Der Magier Harry Dresden arbeitet als Berater der Polizei und wird zu einem ziemlich brutalen Mord herangezogen. Gleichzeitig versucht er noch irgendwie seine offenen Rechnungen zu bezahlen. Das alles sorgt dann für ein unglaublich schnelles Buch. Um mit schnell meine ich, dass man ohne nennenswerten Pausen durchfliegt. Ein Ereignis folgt auf das nächste und ehe man sich versieht, ist man schon beim Finale. Ich persönlich fand alle Mysterien ziemlich gut gelöst und am Ende ergibt alles Sinn. Und nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem ist die Geschichte nichts wirklich Besonderes. Nach dem, was ich gehört habe, sollen die Charaktere eher die Stärke sein, also gucken wir sie uns doch mal an. Die beiden wichtigsten Figuren sind Harry und Murphy. Mein Favorit war eher Murph, aber da Harry der Protagonist ist, fangen wir doch mit ihm an. Harry Dresden ist nicht gerade der sympathischste Charakter. Er fällt jetzt nicht unbedingt unter die Anti-Heldensparte, aber er ist teilweise ein Arsch, sagen wir es so. Zusätzlich guckt er jeder Frau nach und ist mies in Kommunikation mit seinen Verbündeten. Nicht gerade der sympathischste Protagonist, aber man hat das Gefühl, dass da viel Gutes unter der Schale ist. Der beste Aspekt war wohl, dass man bereits im ersten Band alles Wichtige über ihn erfährt. Wir lernen seine Vergangenheit kennen und er wird vollständig charakterisiert. Ich hätte eher erwartet, dass das alles noch auf 100 weitere Bücher gestreckt wird, aber diese Abrundung war ziemlich schön erfrischend. Demnach ein gut geschriebener Charakter, aber einer, mit dem ich persönlich überhaupt nicht warm werden konnte. Murphy war für mich das Highlight der Bücher, ein simpler Cop in einer Welt voller Magie. Sie war der sympathischste Charakter im Buch und jede Szene mit Harry hat ziemlich Spaß gemacht. Sie hatte halt diesen festen moralischen Kompass, der all ihre Handlungen geleitet hat. Auch wenn sie mal die falsche Entscheidung trifft, konnte man es immer nachvollziehen, was unglaublich wichtig für solche Figuren ist. Von den Nebenfiguren gab es kaum welche, die mir persönlich wirklich im Kopf geblieben sind. Durch den Krimi-Charakter gab es nur wenige, die sich so angefühlt haben, als würden sie noch länger in der Geschichte bleiben. Die zwei nennenswerten waren Bob und Morgan. Bob war einfach nur super witzig und das war's. Morgan war dagegen einer dieser super unwichtigen Charaktere, der aber jede Szene gestohlen hat. Ich habe ihn einfach so geliebt, was aber auch wieder an diesem extremen moralischen Kompass gelegen hat, der ihn für mich persönlich super interessant gemacht hat. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, waren die Vampirin und der Verbrecherboss auch noch echt gute Nebencharaktere. Bianca und Malcone heißen die, glaube ich. Vielleicht ist das die Stärke dieser Serie, diese kleinen Figuren am Rande. Die Welt musste jetzt nicht wirklich ausgebaut werden, da es sich um Low Fantasy handelt, also in unserer Welt spielt, aber mit den vier verschiedenen Kreaturen, dem Weißen Rat und dieser Magiewelt wurde immer wieder kleine Sachen eingestreut, die wohl noch interessant werden könnten. Genauso war es dann beim Magiesystem. Das Zaubern selbst war sehr einfach gehalten. Es gibt Zaubersprüche und dann kann nahezu alles passieren, solange man genug Kraft hat. Es gab kaum wirklich irgendetwas Neues, auch wenn das wohl bei einem alten Buch eher unwahrscheinlich ist. Es war halt, ja, auch wieder nichts wirklich groß Interessantes vom System her. Was ich dann ein bisschen seltsam fand, war alles in Bezug auf die Zaubertränke. Das wirkte dann schon eher wie aus irgendeinem Kindercartoon von der Art her, wie es gemacht wurde mit den Zutaten und alles, keine Ahnung. Falls es noch nicht aufgefallen ist, mir fällt es ein wenig schwer, wirklich viel über dieses Buch zu sagen. Das beschreibt es dann auch irgendwie am besten. Es ist okay. Nichts, was man wirklich kritisieren kann, aber für mich auch überhaupt nichts, was wirklich sehr positiv ist. Das Spannendste daran fand ich noch die vielen Parallelen zu Skullduggery Pleasant. Ich weiß es zwar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Derek Landy sich hiervon inspirieren ließ. Natürlich schneidet Dresden bei dieser Art Vergleich momentan noch gar nicht gut ab. Aber beenden wir das. Simples Buch,
Absolut nichts Besonderes oder wirklich Interessantes. Ein paar der Nebenfiguren waren ganz spaßig, aber das war es. 3 Sterne. Nichts, was ich wirklich empfehlen würde, aber auch nichts, was ich als schlecht bezeichnen kann. Da ich aber immer wieder so viel Gutes über die Reihe gehört habe, werde ich wahrscheinlich trotzdem weiterlesen. Sind nun mal kurze Bücher und ein, zwei mehr Bände werden wohl nicht schaden. Wenn ihr tiefer in der Reihe seid, schreibt mir in die Kommentare, ob es noch wirklich besser wird. Wenn euch die Review gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und für weitere Reviews solltet ihr den Kanal abonnieren. Und ciao.